Pippico und an Marc. Ich sag dir das. Na, wo steht ihr, Chat, mit der Weekend League oder nicht gemacht? Heute spielt Kaiserslautern richtig, Lando. Wann findet das nächste F1-Rennen statt? Ja, echtes oder F1-CC? F1-CC ist ja erst nächste Woche. Und morgen früh ist ja das erste Formel-1-Rennen. Das war mal am frühen Morgen, mach schon mal gleich mal eine Ansage. Der Chat schläft eh noch, wie du merkst. der noch in ihm schlafen. Die braucht noch erstmal ein Stückchen Kaffee, Diggi. Glaub mir, wenn ich gleich, oder er, ich weiß gar nicht, wer anfängt, also Weekend League spielen danach, sind alle wach. Spielt nicht, es sieht nach Mokoko aus. Ich glaube, er hat es verstanden. Nee, den musste er doch eigentlich, nachdem der so einen Einsatz gezeigt hat. Wie siehst du steif beim Fahren aus? Ja, das habe ich schon gemerkt, als ich mal geblitzt wurde und das Foto gesehen habe, wie steif ich da in der Karre saß. Ja gut, hochkonzentriert halt, ne? Stau. Stau. Jo. Wie viel haben wir jetzt? 19:13. Es wird knappig. Stau. Ich habe für 310 Kilometer haben wir noch Benzin. Also was ist denn mit den Fahrradfahren hier heute los? Sag mal, die chillen noch ihr Leben, du. Ich sag dir das. Guck mal, ich bin schon rot angeleuchtet. Super, FCK. Okay, Grinch-Moment ist vorbei. Ab und zu winkt mal Fritz Walter vorbei. Und es regnet. Jetzt wieder schöner blauer Himmel. So. Das Ding hast du raufgelegt, ne? Ja. Das Witzige ist, das ist kein Mond, Leute. Jetzt hab ich einen Deck. Leute, das ist witzig. Das ist nicht das Stadion, das ist der Vollmond. Und Junge, ist das Parken. Ist genau das Grauen hier auf Erden. Ich sag euch das. Gerade am letzten Ende des Waldes. Und nicht nur, dass das Ticket ja hier in Hamburg scheiße teuer ist, nein, man muss auch noch 9 Euro fürs Parken bezahlen. Also das ist der Knaller. Guck mal, das mit dem Vollmond sieht wild aus, ne? Ja. So, in 30 Minuten ist Anpfiff. Bisschen eilig jetzt hier. Oh, 10 Minuten Latschen, 10 Minuten Klo. Richtig. Und Matze spielt, Raab spielt. Ist ja nicht so witzig. Ey, wenn wir mal ins Stadion gehen, ist immer crazy. Das ist echt nicht so entspannt wie in Lautern, ne? Wo nee. Das war eigentlich easy. Wir haben einen Parkplatz gehabt auf dem Betze. Oder unterm Betze, am Betze. Ja, wir haben es falsch gemacht. Und hier, Kiel-Katastrophe, hier eine Katastrophe. Wir hätten es wie Lauter machen sollen, dass wir in so eine kleine Eckgasse gefahren sind und dann da. Ja, stimmt. Aber das war ausgeschildert. Das war geplant von Lautern. So. Das war besser. Jetzt sieht man mich mal endlich. Hä? Es ist Viertel vor. Es ist 5 Minuten vor. 5 Minuten vor, ja. Die sind jetzt beim Aufwärmen gleich. Oder schon. Was ist krass mit dem Vollmond, Diggi? Ja. Heftig. Ich glaube, Uwe Seeler ist. Das Auto wäre eben schön gewesen. Den er wahrscheinlich noch nicht mal drin, pitch nass. Also danke dir, Fritz Walter. Ehrenmann. Pitch nass, Diggi. Und trotzdem heiß. Genau wegen dem gewinnen wir. Thank you.
noch sagen, seit Hannover habe ich die Tage runtergezählt, denn ich weiß, heute wird's hier magisch, ausverkauftes Volksparkstadion. Und wir wissen, hier regiert der HSV! Sagen. Wir müssen mal die Wiederholung sehen. Thema Lute. Ja, Thema Lute. Aber wir müssen erstmal Wiederholung sehen, bevor wir was beurteilen. Ich würde sagen, auf den ersten Blick war es irgendwie so ein komischer Abklatsch-Gedöns. 1-1 wäre verdient gewesen, glaube ich. Ja, kann man sogar sagen. Gucken, zweite Halbzeit. Die haben auf jeden Fall mehr Chancen gehabt. Arthur hatte eine und hat sie reingemacht. Fand ich jetzt auch. Wir hatten drei mindestens. Also HSV, man kann auch. Ja, es ist ein schlechtes Ergebnis, aber 1-1 war verdient. Ja. Bin mal gespannt, zweite Halbzeit. Mich nervt es gerade, dass die Halbzeit kam, weil die letzten Minuten waren echt gut. Ja, also, wollte ich immer so sagen. Dann geht es ab in die zweite Halbzeit. Erstmal Strohler. Thank you.
Spiel ist vorbei. War ein super Sieg. Okay, war ein Unentschieden, aber trotzdem. So herrlich, Leute. Schönes Ding. Massi, bleib mal stehen. Wir müssen jetzt noch ein Feedback machen. Das war die Pause, Digi. Und jetzt? Warte mal, was ist hier so? Jetzt sag mal. Deine Frisur ist irgendwie sexy. Ich weiß, ich bin alt. Der Wind weht im Norden, Wind weht im Norden, Digi. So, 1-1, können wir zufrieden mit sein? Wir haben 1-1 gewonnen. Lobinger, Leute. Lobinger. Heute war die Nummer der LLs. Heute war Lutinger. Lutinger war heute. Lobinger hatte übrigens Längli drauf, Leute. Die FIFA spielen, wissen, was ich meine. Stimme geht langsam weg. Aber ganz ehrlich, eine Sache muss ich noch sagen. Stimmung Bundesliga-Level von beiden Seiten. Auf jeden Fall. Bundesliga-Level. Komm, Kraft, ich finde, du solltest dich auch mal zeigen. Komm, komm, trau dich. Sei mutig. Ja, sei mutig. Kraft, unser neuer F1-C-Weltmeister. Ja, ja. Mal sehen. Komm, mal was sehen. Sagst du als HSV-Fan? Komm, hau mal raus, Dicky. Es war ein wirklich harter Kampf. Ja, aber komm. Also man muss sagen, von meinem Bauchgefühl her, um ehrlich zu sein, es hätte so ein, weiß ich nicht, so ein 3-3 hätte es auch werden können von den Chancen her. Also es wäre richtig geil gewesen. Also bis zur Königsdörfer Einwechslung habe ich gedacht, Lautern gewinnt das Ding. Königsdörfer ist so gut. Ja. Also so gut. Also bis zu seiner Einwechslung habe ich gedacht, ja, das wird Lautern holt das Ding vielleicht. Aber das Beut und Redondo und die Chancen. Und es wurde trotzdem. Und Opoku, erste Flanke dachte ich echt Assist. Und Redondo, Grüße gehen raus und an Beut, werdet mal ruhiger. Werdet mal ruhiger. Concentration. Ja, dann gewinnst du das Ding 3-1. Also wirklich, das waren so Momente, da hätte man noch 3-1 gewinnen können. Bitte. Dankeschön. Damit melde ich mich ab. Live aus Hamburg. Hamburg ist meine Kotzperle. Junge, Spaß natürlich, lieber Hamburger. Ihr wisst, ich mag den Verein. Deswegen bin ich mit 1-1 am meisten und am glücklichsten. Aber ich muss sagen, immer wieder schön hier im Stadion. Also Stadion ist immer noch der Knaller. Immer noch. So.